Aktuell zerstört sich die Werteunion mit katastrophalen Aussagen selber und sie diskutieren darüber, die AfD ebenfalls auszugrenzen. Also doch keine Koalition mit der AfD und stattdessen lieber mit der CDU. Und damit wäre die Werteunion ein grandioser Rohrkrepierer und für nicht zu gebrauchen. Und die ersten prominenten Politiker der Werteunion sprechen bereits von einem Austritt aus der neu gegründeten Partei. Unglaublich! Alle Details in diesem Video. Also das ging wirklich richtig, richtig schnell. Noch nie hat sich eine Partei so schnell selbst zerlegt wie gerade die Werteunion. Erst vor 2 Tagen hatte die Werteunion ja ihre erste Pressekonferenz und bereits jetzt gibt es die ersten Auflösungserscheinungen. Aber was ist denn passiert? Ursprünglich hatte sich die Werteunion ja von der CDU abgespalten, weil die CDU unter Merkel und Merz ihre Ideale verraten hat und ebenfalls linksgrüne Politik macht. Und die Werteunion war ja schon immer der konservative Flügel der CDU, hat sich dann vor wenigen Wochen komplett abgespalten und eine eigene Partei gegründet, um endlich wieder konservative Politik zu machen. Und außerdem wurde groß angekündigt, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, also auch mit der AfD. Also hätten wir dann mit dem konservativen Bündnis zwischen der Werteunion und der AfD endlich wieder ein Szenario, welches für die Interessen von Deutschland eintritt und nicht gegen Deutschland regiert. Und das kam sowohl bei der AfD als auch bei den Wählern sehr gut an. Ich hatte ja selber eine Umfrage auf meinem Kanal dazu gemacht. Ich hatte gefragt, Hans-Georg Maaßen und Markus Krall gründen am 20.01. eine neue Partei, die Werteunion. Würdet ihr diese Partei wählen? Und rund 50.000 Zuschauer hatten an der Umfrage teilgenommen und 35% hatten mit Ja gestimmt. Also eine beachtliche Summe. Aber ich denke, ein Großteil hat nur deswegen mit Ja gestimmt, weil sie sich dadurch eine Koalition von der Werteunion mit der AfD versprochen haben. Aber meine lieben Zuschauer, genau das könnte jetzt wieder Geschichte sein, da die Werteunion mit dem Gedanken spielt, sich an der Brandmauer gegen die AfD zu beteiligen. Tja, ihr habt richtig gehört. Der stellvertretende Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, hat vorgestern auf Twitter Folgendes gepostet. Nachdem die FDP sich an Rot-Grün verkauft hat, ist nun die neue Werteunion die einzige ernstzunehmende freiheitliche Partei. Ich freue mich darauf, als stellvertretender Vorsitzender auf die dringend notwendige Politikwende in Deutschland hinzuwirken. Bitte was? Die Werteunion ist die einzige ernstzunehmende freiheitliche Partei? Was ist denn mit der AfD und ihren rund 15 Millionen Wählern? Sind die nicht freiheitlich? Sind die nicht ernst zu nehmen? Also der stellvertretende Chef der Werteunion sagt hier allen Ernstes, dass er selbst die AfD nicht ernst nehmen kann und das bedeutet ja, dass man mit ihnen nicht koalieren wird. Und diese Aussage ist nicht nur völlig Panne und verkehrt, sondern sie droht jetzt die Werteunion zu spalten, bevor sie überhaupt zur ersten Wahl angetreten ist. Weil das erste prominente Mitglied der Werteunion hat direkt auf diese Aussage reagiert und spricht Klartext. Und zwar Dr. Max Otte. Auf Twitter antwortet er: Einzig freiheitliche Partei. Wenn das die Linie von Vorstand und Partei bleibt, werde ich aus der Werteunion austreten. Ein klares Bekenntnis zur Koalition mit der größten freiheitlichen Partei in Deutschland, der AfD, ist notwendig angesichts einer CDU, die sich schon jetzt zu den Grünen bekennt. Ja, also das ist mal richtiger Klartext. Aber pass auf, das wird sogar noch besser. Michael Kuhr ist ja Beisitzer des Bundesvorstands der Werteunion und auch der äußert sich heute wie folgt. Er schrieb: Klartext,
Wir von der Werteunion halten eine Brandmauer für undemokratisch. Hans-Georg Maaßen sagt, man sei mit allen zur Zusammenarbeit bereit, wenn sie unsere Position und Werte unterstützen. Was ist daran nicht zu verstehen? Und jetzt kommt's. Natürlich wäre die CDU unser Premium-Partner, nur dazu müsste die CDU unsere Position und Werte übernehmen. Solange diese ganzen Merkelianer an der Macht sind, wird das nicht passieren. Daher ist meine Vermutung, dass die CDU als Premium-Partner ausfällt. Ich kann mich aber auch irren. Ich bin ja nicht das hellste Licht im Landenladen. Boah! Also der Beisitzer der Werteunion, Michael Kuhr, bezeichnet die CDU hier allen Ernstes als ihren Premium-Partner und nicht die AfD. Also die Partei, von der sich die Werteunion gerade mit großem Krawall abgetrennt hat, die soll jetzt plötzlich der Premium-Partner werden? Also ich glaube, es hackt. Und auch hier kontert Dr. Max Otte sofort einen Sprich-Klartext, um irgendwie noch die Werteunion zu retten. Er antwortet auf Twitter, die Aussage, natürlich wäre die CDU unser Premium-Partner, zeigt, dass sich die Partei Werteunion derzeit auf einem Holzweg befindet. Die Union ist der Hauptkonkurrent der Werteunion und von dort müssen die Stimmen kommen. Nur eine klare Aussage für eine Koalition mit der AfD kann die vergrünte Union einen Umdenkprozess einleiten. Also, Dr. Max Otte spricht hier erneut Klartext und er sagt genau das, was viele Millionen Wähler denken. Die Werteunion kann sich doch nicht von der CDU lossagen und austreten und direkt danach wieder mit denen ins Bett steigen. Die Werteunion muss sich zur AfD bekennen. Also meine lieben Zuschauer, bei der Werteunion geht es jetzt richtig rund und die neu gegründete Partei steht direkt am Anfang vor einer großen Zerreißprobe. Die Werteunion wurde doch gegründet, um sich von der CDU zu trennen und das muss man doch konsequent einhalten und kann deswegen nicht direkt wieder mit der linken CDU koalieren. Der einzige Weg für eine Regierung der Werteunion führt über eine Koalition mit der AfD und das müssen die ganz deutlich sagen. Ansonsten verlieren die jetzt alle positiven Stimmen und werden zum kompletten Rohrkrepierer, bevor die überhaupt zur ersten Wahl angetreten sind. Und ich meine, Parteichef Hans-Georg Maaßen, Dr. Hans-Georg Maaßen, sagt ja immer, er will keine Brandmauer und er will mit allen demokratisch-freiheitlichen Parteien zusammenarbeiten. Aber jetzt sagt sein eigener stellvertretender Parteichef, dass die AfD keine freiheitliche Partei, keine ernstzunehmende Partei ist. Und das muss Hans-Georg Maaßen jetzt ganz schnell korrigieren. Diese Aussage, die kann er nicht stehen lassen, die kann er nicht ignorieren, weil dieses Jahr sind ja Wahlen in 3 Bundesländern, wo die AfD mit Abstand größte Partei ist. Und wenn die Werteunion auch nur irgendetwas reißen will, dann darf man mit der AfD nicht auf Kriegskurs stehen, weil das erkennen doch die Wähler. Die Wähler erkennen, dass die Werteunion mit solch einem Anti-AfD-Kurs ein politisches U-Boot und gesteuerte Opposition werden. Also quasi ein Spion und ein Feind im konservativen Lager. Und wenn Dr. Maaßen diese Vorwürfe jetzt nicht schnellstmöglich aus dem Raum schafft und seinem stellvertretenden Parteichef zur Rechenschaft zieht, dann wird das Vorzeigeende der Werteunion sein. Die konservativen Wähler, die lassen sich nicht hinters Licht führen. Und auch die Aussage, dass die CDU der Premiumpartner der Werteunion ist, das muss auch sofort korrigiert werden. Die Werteunion muss sagen, dass die AfD der Premium-Partner ist. Alles andere führt in sofortigen Untergang. Tja, was haltet ihr denn von dieser katastrophalen Aussage der Werteunion? Wird die Partei zerbrechen, bevor die überhaupt angetreten ist? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.